Ja, Frau Rützler, Sie haben mittlerweile seit 10 Jahren einen jährlichen Food Report herausgebracht. So auch in diesem Jahr. Bevor wir jetzt über das Ergebnis oder auch über den Report für dieses Jahr sprechen, vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Wie gesagt, 10 Jahre. Wie kam es denn dazu? Wie kommt man dazu, vor 10 Jahren sich überlegen, naja, machen wir jetzt so einen jährlichen Food Report, und um was geht es da eigentlich auch ganz genau von der Ursprungsidee? Ja, also ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Gesundheitspsychologin und setze mich mit dem Wandel der Esskultur auseinander. Und vor 10 Jahren hatte ich so den Eindruck, die Zeit wäre reif, das ein bisschen systematischer zu dokumentieren. Nicht nur Food Trends, also so ganz den Wandel der Esskultur, den große Teile der Gesellschaft interessieren, sondern auch einen Fokus auf den Lebensmittelhandel, Lebensmittelproduktion, also entlang der ganzen Lebensmittelkette einfach zu schauen, was tut sich da. Und herausgebe ich das Zukunftsinstitut. Und das war ein bisschen sperrig am Anfang, aber inzwischen ist das sehr gut gelandet, und ich glaube, es wird auch sichtbar, dass es Sinn macht, dass man über die einzelnen Branchen hinaus versucht, den großen Wandel immer wieder ins Auge zu ziehen. Da ist viel passiert in den letzten 10 Jahren. Sie haben sagen, da ist viel passiert. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese 10 Jahre, was ist denn Ihrer Meinung nach, was hat sich denn am meisten verändert? Oder was ist das, wo Sie sagen würden, welche Unterschiede zum ersten Food Report mit dem jetzigen fallen da am schnellsten oder am ehesten ins Auge? Also ich bin damals angetreten, um den deutschsprachigen Kulturraum zu beschreiben, den Wandel. Damals gab es Trendforschung eigentlich nur aus dem amerikanischen und anglikanischen Raum. Und ich habe versucht, sozusagen den ganzen deutschsprachigen Kulturraum zu kartografieren. Was ist passiert? Das Thema des Wandels ist so richtig in den Köpfen gelandet. Inzwischen gibt es sehr viele Agenturen, Unternehmen, die eigene Trendforschungsbereiche haben, sich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Und das heißt eigentlich die Individualisierung der Esskultur. Also auch wir als Menschen sind sozusagen auf der Suche nach der passenden Ernährung für unsere eigenen Wünsche, Vorstellungen, Werte. Und diese Individualisierung ist, glaube ich, immer deutlicher spürbar geworden. Also auch die Supermärkte tun sich schwerer, diese Vielfalt abzubilden. Wie gehen Sie denn vor? Sie haben es jetzt gesagt, Sie befassen sich nicht nur mit dem, was jetzt die Leute einkaufen, also sprich, was im Konsumentenverhalten ist, sondern vor allem natürlich auch, wie werden Lebensmittel produziert, woher kommen sie, wie nachhaltig sind sie und so weiter. Da gehen wir nachher eh noch im Detail drauf ein, auf ein paar von diesen Punkten. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also wie muss man sich die Arbeit einer Food-Trend-Forscherin denn vorstellen? Wie gehen Sie davor, um diesen Report auch zu erstellen? Ja, also ich arbeite jetzt im Bereich der Esskultur seit über 30, 35 Jahren. Da ist natürlich ein riesen Netzwerk entstanden. Ich komme auch aus der Forschung. Aber vorstellen kann man sich eher einerseits als sehr theoretische Arbeit. Also ich setze mich mit dem Wandel unserer Gesellschaft auseinander. Da arbeite ich mit den Megatrends, und die kann man messen. Zum Beispiel, wie entwickeln sich Haushaltsgrößen? Wann treten Frauen mit welcher Bildung in den Beruf ein? Wie viele Kinder gibt es im Durchschnitt? Wie schnell entwickelt sich das? Einkommensverschiebungen. Dann schauen wir natürlich die ganzen Statistiken an. Aber auch so Themen wie Neo-Nature, Nachhaltigkeit, Globalisierung. Das sind große Themen, die den Wandel anschieben. Und das versuche ich sozusagen, mit diesem Blick schaue ich mir den Wandel der Esskultur an und versuche dann, also wenn ich von Food Trends spreche, dann meine ich eigentlich immer Lösungen auf aktuelle Probleme, Wünsche, Sehnsüchte. Also das ist schon ziemlich nah am Konsumenten, und da sieht man einfach, dass seit 10 Jahren die Sehnsucht nach Regionalität natürlich zum Beispiel jetzt rasant zugenommen hat. Aber dieser Trend sich auch deutlich differenziert hat. Und da kommt ziemlich viel Bewegung, ist da viel Bewegung hineingekommen. Und das ist schon spannend zu sehen, dass, ich glaube, auch nochmal angeschoben durch Corona und jetzt natürlich auch durch den Krieg, das Thema Essen wirklich so ein Thema ist, das uns wieder sehr stark ins Bewusstsein gekommen ist. Nicht nur mit dem Hintergrund Gesundheit, sondern auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, Lebensmittelsicherheit, Klimawandel. Also die Zukunft der Ernährung wird ganz stark auf den Tellern diskutiert und entschieden. Sie verwenden auch den Begriff New Local, also sprich eine Mischung aus der Globalisierung und aus Lokal. Das ist das, was Sie auch gerade erwähnt haben. Das ist ja ein Trend, den erleben wir auch
ja eigentlich überall, dass man hin zu mehr Bio, hin zu mehr wieder zurück beim Landwirten, um die Ecke die Eier einzukaufen und eben nicht die Äpfel aus Argentinien zu importieren. Stichwort auch Klimawandel ist da Thema natürlich und Nachhaltigkeit grundsätzlich. Kommen wir vielleicht bei dem Thema Nachhaltigkeit, das ja auch eines der Kernpunkte dieses Berichts jetzt auch dieses Jahr ist. Machen wir das in zwei Phasen. Das erste ist eben auf die Produzentenseite. Also sprich, wie reagieren die Produzenten? Wie können die auch reagieren? Und wie realistisch ist es, dass wir tatsächlich erleben werden, dass es eben von diesen Global Playern, die natürlich momentan dort einkaufen, wo es am günstigsten ist, teilweise eben auch über diese Lieferwege. Sie haben es gesagt, Ukraine ist so ein Stichwort. Da erleben wir jetzt natürlich, dass dann plötzlich der ein oder andere Rohstoff nicht mehr verfügbar ist, dass man eben nicht nur ein Etikett draufkleben, wir sind nachhaltig, sondern dass das tatsächlich auch funktioniert und trotzdem ein wirtschaftlicher Erfolg möglich ist und eben auch eine vernünftige Versorgung der Bevölkerung gewährleistet ist. Also es geht um Resilienz und es geht um Vielfalt. Aber ich glaube, was Sie jetzt sehr schön gezeichnet haben, ist, dass wir eigentlich mit der Industrialisierung der Lebensmittelproduktion uns sehr stark fokussiert haben auf Effizienz. Wie kann man es noch schneller, billiger und mehr produzieren? Das hat uns in diesen Reichtum geführt. Und das dürfen wir nicht vergessen, wie gut es uns geht. Aber jetzt wird auch sichtbar, wo so Sollbruchstellen sind und wo wirkliche Probleme sind. Und mit dem alten Muster kann man eigentlich die zukünftigen Probleme, Stichwort eben Nachhaltigkeit, Resilienz, Lebensmittelsicherheit, nicht mehr lösen. Das heißt, wir müssen uns gut überlegen, wo macht dieser reine Fokus auf Effizienz Sinn und wo braucht es auch mehr Spielraum. Und wir sehen gerade beim Weizen, der Weizen seit Jahrzehnten fokussieren wir auf diese eine Getreideart. Da gibt es viel mehr. Ich glaube, da muss man auf vielen Ebenen überlegen, was macht Sinn, wo will ich selber, welche Zukunft will ich gestalten. Also es geht ganz stark um Vielfalt und ein ganz zentrales Thema ist natürlich auch die Zukunft des Fleischkonsums. Wir vergessen gerne, dass der aktuelle Fleischkonsum nicht immer so war. Der ist seit den 70er, 80er Jahren noch deutlich angestiegen. Mit der Jahrtausendwende hat er zum ersten Mal bisschen gestockt und jetzt haben wir eigentlich den Zenit so langsam überschritten. Peak Meat heißt dieser Punkt und im Moment geht es richtig ab zum Thema Fleischalternativen und das zu Recht, weil wir auch hier müssen wir lernen, eigentlich so eine richtige Dosis zu finden. Das spielt Gesundheit mit hinein, aber vor allem eben auch die Nachhaltigkeit, weil wir importieren unendlich viele Futtermittel und sonstige Ressourcen, Düngemittel und Co. Und das sind alles ganz zentrale Themen zum Thema Nachhaltigkeit und zukünftige Esskultur. Sie haben jetzt schon die wunderbare Überleitung auf meine nächste Frage geliefert. Eben ein großes Thema, das auch schon seit Jahren ist, wenn man sagen, als Trend, ist das Thema der fleischlosen Ernährung, der vegetarischen beziehungsweise auch die vegane Ernährung, die hat in den letzten Jahren stark geboomt. Und da gibt es natürlich jetzt, wir reden oft von Spaltung der Gesellschaft, aber wenn wir beim Essen von der Spaltung reden wollen, dann ist das oft auch genau in diesem Bereich vorhanden. Allerdings muss man jetzt sagen, auf der einen Seite Ihre Argumente, eben was Sie gesagt haben, dass wir wissen, was den Fleischkonsum angeht, sei es die Haltungsbedingungen, die Verarbeitungsbedingungen, der Preis, die Klimaproblematik mit den großen Abholzungen, den großen Feldern, um eben was benötigt wird, wie viel Energie benötigt wird, um so ein Kilo Fleisch zu produzieren im Vergleich zu einer vegetarischen oder eben auch einer veganen Ernährung. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch erlebt, dass vegane Produkte, die auf dem Markt sind, oft natürlich stark verarbeitet sind. Also so gesunde Ernährung würde ich mir jetzt, wenn ich die Beipackzettel teilweise lese oder eben die Inhaltslisten lese, auch anders vorstellen. Was sagen Sie? Sie haben gesagt, Ersatzprodukte sind so ein Thema. Aber wird diese Spaltung oder diese Schere, die da auseinandergeht, haben wir Möglichkeit, das zu überwinden und künftig vielleicht wirklich eine komplett neue Struktur da zu sehen? Oder denken Sie, dass das schon sich sehr wohl weiterentwickelt, aber eben neue Produkte halt auf veganer Seite geben wird? Also vielleicht ein kurzer Blick zur Qualität. Ja, die Fleischersatzprodukte der ersten Generation waren zum Teil einfach extrem reich an Zusatzstoffen. Inzwischen gibt es zum Teil zweite, dritte, vierte Generation. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein internationaler Markt. Da wird irrsinnig viel geforscht. Da sind Millionen hineingegangen. Da ist zum Teil wirklich, sind schon sehr cleane Rezepturen am Markt oder sind kurz davor auch auf unserem Markt zu landen. Also da tut sich sehr viel. Für mich ist mehr die Frage,
Welche Art von Fleischersatz wollen wir oder brauchen wir überhaupt einen Fleischersatz? Beziehungsweise sollte man nicht auch hier Vielfalt denken? Ich glaube nicht an die Polarität. Es geht nicht entweder oder. Und ich kann mir den alpinen Raum eigentlich nicht ohne Fleisch vorstellen, ohne Tiere vorstellen, aber mit deutlich weniger Tiere. Gerade der alpine Raum, das Rind ist hervorragend ökologisch angepasst. Jeder, der wandern geht, weiß, der Boden ist nicht sehr dick. Da wächst eigentlich nur Gras. Da kann man kein Weizen oder sonstige Getreide anbauen oder sehr schwer. Es hat es ja mal gegeben mit weniger Ertrag. Aber diese regionale Adaption macht Sinn, aber eben auf einem niedrigeren Niveau. Aber was sind die Alternativen? Und da gibt es einerseits ja, dass wir versuchen, Fleischprodukte nachzubauen. Die sind zum Teil sehr erfolgreich. Und ja, die Argumente, dass sie nicht so gesund sind, ich glaube, das wird sich in den nächsten 2-3 Jahren ausschleifen, weil einfach neue Qualitäten auf den Markt kommen. Aber es gibt auch nochmal ganz neue Technologien, mit denen wir uns meiner Ansicht nach viel zu wenig auseinandersetzen, die auch für die Landwirtschaft wirklich disruptiv sein können, wie zum Beispiel Cell-Cultured Meat oder auch Präzisionsfermentation. Aber auch Insekten oder Algen. Wir vergessen gerne, wenn wir weltweit denken zum Thema Fleischkonsum, und das sollten wir, dann die Erde ist über 70% mit Wasser bedeckt. Auch dieses Potenzial mit Wassergärten, essbares Gemüse aus dem Wasser sind ganz spannende Themen. Vielleicht jetzt weniger für Vorarlberg oder für Österreich, aber das sind riesige Ressourcen. Aber die Frage ist sozusagen, können wir auch lernen, uns Gemüse, pflanzenreicher zu ernähren? Haben wir genug Fantasie? Wer kann uns inspirieren, dass wir nicht nur Fleisch ersetzen, sondern generell einfach wieder lernen, mit ein bisschen weniger Fleisch auszukommen, mit besserer Qualität und Gemüsen auch mehr Platz zu geben? Jetzt haben Sie schon ein paar Mal auch diese Fleischalternativen angesprochen. Insekten ist ein Thema, das auch seit einigen Jahren trendet. Es gibt Länder, wo das schon auch die Zulassung hat, wo das auch funktioniert, also wo es auch schon tatsächlich beim Konsumenten angekommen ist. Da tut sich sehr, sehr viel. Ja. Es ist zugelassen. Andererseits haben die wirklich einen schweren Start gehabt, weil ursprünglich nur die ganzen Insekten zugelassen waren und es jetzt kommen langsam die verarbeiteten Produkte, die es natürlich leichter machen. Das ist bei uns eine Ekelhürde, eine traditionelle. In anderen Esskulturen wurden Insekten schon immer so als Snack oder als Delikatesse oder auch als Grundnahrungsmittel gegessen, vor allem in Ländern, wo Insekten saisonal in großen Schwärmen auftreten und dann sind sie auch leichter zu ernten. Bei uns, glaube ich, wäre es aber spannend, Insekten als Futtermittel zu denken, für Hühner, für andere Tiere. Ich glaube, das Potenzial ist riesig. In Wien entsteht gerade eine Produktion, wo Food Waste, also Abfall aus der Lebensmittelproduktion, direkt eingesetzt wird, um Insekten zu füttern. Das heißt, da wird weniger Abfall anfallen und diese Insekten werden dann wiederum eingesetzt als Tierfutter oder sie können auch verarbeitet werden zu Proteinquellen, zu Vitamin-, zu Mineralstoffquellen. Das sind schon sehr spannende Nährstoffe. Aber spannend finde ich auch das Thema eben Algen, wie schon angesprochen, Entschuldigung, oder eben auch sowas wie Cell Cultured, eine neue Technologie, die jetzt bei uns noch nicht zugelassen ist, die aber sozusagen Fleischproduktion nochmal ganz neu denkt und die international sehr viel Millionen von Investitionen angezogen hat. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, wie viel Geld im Moment in alternative Fleischproduktion auch investiert werden. Das heißt, in Zukunft haben wir verschiedene Quellen, aus denen wir wählen können. Sie selbst haben ja tatsächlich schon vor einigen Jahren das sogenannte Laborfleisch schon mal probieren können. Ich persönlich stelle es mir jetzt als, gib's zu, als Fleischesser und Griller. Weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich traue einem Fleisch, das da künstlich im Labor gezüchtet worden ist. Wie war denn das Erlebnis für Sie? Wie viel Überwindung hat es gebracht? Und Sie haben jetzt schon erwähnt, da tut sich natürlich auch viel in den letzten Jahren. Wie realistisch ist es denn, dass wir mit sowas künftig auf dem Markt tatsächlich auch die Konsumenten erreichen können? Also in Singapur ist es seit letztes Jahr zum Jahreswechsel zugelassen und erlaubt, da kann man es auch essen. Die Technologie, die Technik, die dahinter steckt, ist in vitro. Vielleicht ganz kurz, man muss sich das nämlich wirklich
Man muss sich da Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Bei den Pflanzen machen wir das ja schon sehr lange. Aber im tierischen Bereich ist es doch neu, dass wir sozusagen aus lebenden Tieren Zellen entnehmen und unter Laborbedingungen praktisch vermehren. Das klingt jetzt ganz einfach, ist aber hochgradig komplex, passiert aber schon und ist eben schon zugelassen in Singapur. Man rechnet damit, dass es in den USA und in Israel dürften die nächsten Kandidaten sein. Und in China ist es auf dem 5-Jahres-Plan. Das heißt, aktuell wird Rind, Schwein, Huhn, aber auch sowas wie Gänseleber oder Wagyu-Rind mit dieser Technik versucht zu vermehren. Aktuell sind die Preise im Vergleich zu dem, was ich glaube 2013 war das, also fast 10 Jahre her, damals war ein Biss über 100 oder 250.000 Dollar. Also verrückt, das war sozusagen noch wirklich... Das teuerste Stück Fleisch, das Sie jemals gegessen haben, nehme ich an. Ja, ich glaube, das werde ich auch nicht mehr toppen können. Das war deswegen so teuer, weil einfach da jahrelange Laborarbeit und Entwicklungsarbeit passiert ist. Das war sozusagen mir ein Versuch zu zeigen, es geht nicht nur auf dem Papier, man kann es machen. Und jetzt kaum 10 Jahre später ist es auf der Welt schon an wenigen Stellen zugelassen. Und es wurden so viele Millionen, Milliarden investiert, dass wir davon ausgehen können, dass das in Zukunft wirklich ein Big Player wird. Spannend wird natürlich, wenn Asien da einsteigt. Aber schmecken tut es eigentlich schon vor knapp 10 Jahren, würde ich sagen, ganz nah am Original. Da ist sicher inzwischen schon mehr passiert. Ich habe noch reine Muskelzellen probiert. Jetzt wird auch die Fettzelle mit hineingenommen. Und damals wurde mit roter Rübe noch eingefärbt, weil es natürlich kein Blut hat. Und jetzt wird heftig diskutiert, ist das koscher, ist das halal? Mhm. Können das Veganer essen, wenn sie motiviert sind, dass kein Tier getötet wird? Also diese ethischen Debatten sind im Moment im Gang. Und ja, ich glaube, wir müssen einfach schauen, was heißt es für unsere Landwirtschaft und wie können wir hier eine resilientere Landwirtschaft auch zukunftsfit machen, mit dem Wissen, dass hier ganz neue Qualitäten in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf den Markt kommen werden. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das bietet uns aber die Möglichkeit eben, wie soll ich sagen, im großen Stil dann auch Fleisch verfügbar zu machen, dass man gar nicht so sehr von seinem Konsumverhalten abgehen muss am Ende des Tages. Aber wenn man natürlich jetzt sagen will, das Bio-Weiderind aus dem schönen Ländle haben will, also sprich, wo ich noch weiß, wie es aufgezogen ist und vielleicht auch auf der Wiese die Wildkräuter und das Heu bei uns hier gefressen hat, dann wird es auch künftig das geben, aber eben unter anderen Rahmenbedingungen. Also hier mehr lokal bei dem qualitativ hochwertigen Fleisch, das andere ist ja auch qualitativ gut, aber ich sage jetzt mal, bei dem echten bestehenden Fleisch, wenn ich sage, ich gönne mir das mal, dass das dann die Ausnahme ist und eben für einen ganz großen Markt sich hier diese Alternativen anbieten, eben auch um weltweite Versorgung. Wir müssen eben auch ein bisschen über den Tellerrand hinaussehen. Es gibt natürlich nicht nur uns hier im Ländle. Na, das Ländle hat sehr früh ganz stark diese regionalen Kreisläufe auch gefördert und auch sehr gut kommuniziert. Also da ist schon auch relativ viel Transparenz in der Gastronomie, nicht immer, aber zum Teil freiwillig passiert da auch sehr viel. Ja, ich glaube, wir müssen trotzdem schauen, wie viel Fleisch ist für uns zukunftsfähig. Mhm. Und man muss nicht immer auf Alternativen greifen. Aber ich glaube, wir müssen wieder lernen, mit ein bisschen weniger auszukommen. Schon grillen, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Gemüse und einfach die Gewichtung ein bisschen verschieben. Mhm. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit hier, das Thema Ethik und Moral noch mal deutlich anschieben wird. Da sind wir erst am Anfang. Sie haben vorhin von der Polarisierung gesprochen. Ich glaube, das wird uns noch länger beschäftigen, weil wir sind dabei, eigentlich so ein bisschen auch neu auszuhandeln, was ist gut und was ist falsch, was ist richtig und falsch beim Essen. Da geht es um neue Qualitäten, so ein Paradigmen-Shift. Und diese starken emotionellen Debatten zeigen uns eigentlich, dass hier gesellschaftlich ausgehandelt wird, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten. Und das sind ganz wichtige Debatten. Ich hoffe, dass wir da einfach offener bleiben, auch für Alternativen. Wir brauchen hier Vielfalt, auch in den Köpfen und in der Diskussion.
um sozusagen hier weltweit einfach auch genug Alternativen aufzumachen, damit die Fleischdiskussion nicht so von der Angst geprägt ist, dass man da einem jetzt was wegnimmt, sondern dass wir lernen, einfach diese Vielfalt auch als neues kulinarisches und nachhaltigeres Geschenk zu sehen. Ja? Also ich denke mal, uns, da geht es nicht um Mangel, sondern da geht es um eine Neuausrichtung in eine Zukunft, die eben vielfältiger und damit auch nachhaltiger ist und nicht so anfällig für Krisen, wie wir sie im Moment immer wieder schockweise erleben. Dann ist die aktuelle Teuerungswelle und die aktuelle Krise, die wir erleben, eben auch mit dem Krieg in der Ukraine und dass die Lebensmittel teurer werden, Ihre Einsicht, Fluch und Segen gleichzeitig. Auf der einen Seite wird es Lebensmittel teurer, das heißt, ich kann mir am Ende des Monats vielleicht auch weniger Fleisch leisten, aber habe auf der anderen Seite aber auch das Problem, dass gerade nachhaltige Lebensmittel, das ökologische Lebensmittel, ja manchmal eben ein bisschen teurer sind, wie das, was ich im Discounter, also wenn wir beim Fleisch jetzt nochmal bleiben, es gibt natürlich viele andere auch, ein bisschen mehr kostet, als wie wenn ich jetzt beim Discounter das Schlachtfabrik oder aus der Schweinefabrik aus Deutschland für 3,50 Euro das Kilo, keine Ahnung, Schweinefleisch mir besorge. Das heißt, dass die Konsumenten ja diesen Sprung trotzdem mitmachen. Ja, ich glaube, da braucht man ganz dringend alle Akteure, die Landwirtschaft wie der Lebensmittelhandel, die ja auch ganz stark mit Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskonzepten und Publikationen punkten. Ich glaube, hier muss es noch leichter werden, sozusagen im Supermarkt nachhaltige Wahl zu unterstützen. Das ist sehr herausfordernd. Ja, und mit dem Preisdruck, ich glaube, es wird uns einmal vor Augen führen, hoffentlich, wo sozusagen mehr Energie hineingesteckt wird, wo sozusagen Mangel im Moment sichtbar wird, aber wir sind eigentlich von der Versorgung her stabil. Es gibt eine große Vielfalt und ich hoffe, dass wir das mehr so als Chance sehen, einfach auch Neues auszuprobieren. Und ich hoffe hier wirklich, dass der Lebensmittelhandel und die Gastronomie mit viel Innovation und neuen Gerichten auch zeigt, dass es nicht immer ein großes Stück Fleisch sein muss, sondern dass auch Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, die große Vielfalt an pflanzlichen Produkten richtig gut schmecken können und dass es nicht ein Verzicht ist. Also dass wir hier vielleicht, denke mal, vor allem die jüngeren Teile unserer Gesellschaft, für diese Nachhaltigkeit so ein hohes Gut, die verzichten dann eher auf ein Auto und kaufen dafür besser ein. Und ich glaube, das ist schon spannend, weil denen gelingt sehr stark, so ihre eigenen Werte, Wertsysteme ernst zu nehmen und die auch stärker umzusetzen. Ich glaube, wir wählen sozusagen mit unserer täglichen Entscheidung, was wir essen, wie wir essen, wo wir einkaufen, wählen wir ja auch ein Stück Zukunft. Und das ist eine riesige Chance. Und ich glaube, wir dürfen da nicht die Angst überhand nehmen lassen. Wir haben hier eine gute Basis. Wir müssen nur lernen, wieder weg vom Preis hin zu einer breiteren Qualitätsdebatte und hier sozusagen wirklich im Dialog mit allen Akteuren. Anders können wir diese Zukunft nicht gemeinsam gestalten und sie auch die Lebensmittelsicherheit stabiler machen. Mhm. Auch das, wie beim ersten Gast, ein wunderbarer Schlussstatement, ein wunderbarer Appell eigentlich auch an uns alle. Einfach ein bisschen mehr Bewusstsein, glaube ich, das ist das, was in erster Linie schon mal helfen kann. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine letzte Frage, die muss ich an eine Ernährungswissenschaftlerin bzw. eine Food-Trend-Forscherin auch stellen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Was essen Sie eigentlich am liebsten? Gibt es da irgendwas, was Sie sagen, das ist für mich persönlich das oder ist das, würde ich jetzt erwarten, keine Ahnung, irgendwas ganz Exotisches, irgendwas, eben die Algen in welcher Form auch immer, oder ist das ganz bodenständig, wie man es jetzt ja, erwarten könnte von mir oder meinen Kollegen hier im Studio, die mich jetzt gerade auch alle ansehen und Fragen ansehen? Noch eigentlich vielleicht nur ein Satz. Ich glaube, es geht auch darum, nicht nur vielfältig einzukaufen, sondern auch weniger wegzuschmeißen. Das ist eine riesige Möglichkeit, einfach sozusagen für die Wertschätzung. Und ich glaube, da müssen wir alle noch besser werden. Und ja, zu meiner eigenen Ernährungsweise. Ich reise sehr viel, ich darf sehr, sehr viel verkosten. Ich muss sagen, was mich im Moment wirklich sehr fasziniert hat, waren sozusagen Makroalgen, die sozusagen als Salat eingesetzt werden, sozusagen übersetzt wurden von dem asiatischen Kulturraum, wo sie eine lange Tradition hat, sozusagen jetzt auf unserem Geschmacksfeld. Das habe ich ganz spannend gefunden. Mhm. Wir haben ja auch am Bodensee Algen, da haben wir gedacht,
Eigentlich weiß ich ganz wenig, welche Algen da überhaupt wachsen und ob das überhaupt ein Potenzial wäre. Also das, sowas finde ich spannend, weil es einfach auch kulinarisch sehr gut schmeckt. Aber ich bin vor einigen Jahren in Wien an einen Markt gezogen und ich muss sagen, das Saisonale ist eigentlich eine große Freude. Im Moment ist Spargelzeit noch immer groß angesagt und ich freue mich, dass es einfach sehr viel verschiedene Spargel gibt und auch Spargel aus neuen Produktionsweisen, die nicht gestochen werden und trotzdem weiß sind, die sozusagen unter einem größeren Tunnel geführt werden, finde ich ganz spannend. Also auch da tut sich was aus Mangel an Arbeitskräften, werden sozusagen nachhaltigere auch Anbauformen ausprobiert. Also eine spannende Zeit und ich hoffe, dass wir hier alle neugierig bleiben und ausprobieren.